Herzlich willkommen, Arndt von Wedemeyer. Arndt, wo andere eine Garage brauchen, reicht bei dir auch ein Kinderzimmer. Du hast notebooksbilliger.de gegründet und das war mit 17 Jahren und wie gesagt nicht in der Garage, sondern im Kinderzimmer. Bei dir hat es wirklich ganz früh angefangen mit dem Unternehmertum. Sag mal kurz, wie das überhaupt entstanden ist bei dir. Ja, entstanden ist es im Grunde aus der Notwendigkeit raus, mich... Warte mal. Okay, danke. Mich im Latein zu verbessern. Also ich hatte da riesen Schwierigkeiten, habe einen Vokabeltrainer geschrieben, wollte ihn dann verkaufen und dafür braucht man in Deutschland Gewerbe und dann musste ich das anmelden und anfangen. Und dann kamen immer mehr Hardware-Fragen dazu. Ich habe Software vertrieben, weil mein Software-Vertreiber, für den ich dann gearbeitet habe, pleite gegangen ist und ich bin eigentlich wie die Jungfrau zum Kind zu immer mehr Bereichen gekommen. Okay, also war irgendwie eine Gründung aus Versehen. Wie war das bei dir? Hattest du schon in ziemlich jungen Jahren so diese Vision, ach, ich glaube, ich mache mich mal irgendwann selbstständig und gründe da mal was größer ist? Oder? Nee, also das war mir eigentlich total egal. Es hat mir einfach Spaß gemacht, was ich gemacht habe. Mhm. Und ich hatte jetzt auch nie, also heute ist das ja lustig, man redet über Exit-Szenarien und Entrepreneurship. Und also ich habe halt einfach das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ja, es hört sich heute immer sehr geplant an, alles. Und man muss irgendwie das ganz große Wissen mitbringen, wenn man überhaupt ein bisschen erfolgreich werden will. Aber es klappt auch anders, wie man bei dir sieht. Und trotzdem war es ja so, dass du schon, dann zumindest die Augen offen hattest und nicht die Scheuklappen angelegt hast, sondern wirklich dich auch geöffnet hast für die Möglichkeiten, die sich geboten haben. Ne? Wie ging es weiter nach deiner anfänglichen Karriere im Kinderzimmer? Du hast irgendwann angefangen, Notebooks zu verkaufen. Mhm. Wie kam das? Wie kamst du auf das Thema? Ja, also ich kam auf das Thema durch eine Consulting-Episode. Wir haben also einige Jahre lang fast ausschließlich Firmenkunden betreut. Mhm. Das ging los mit Netzwerken, ging dann zu Mail-Servern, dann kam die Internet-Firewall-Security-Technik und bei diesen Kunden sind wir dann teilweise auch in IT-Struktur-Prozess-Consulting-Themen reingerutscht. Ich habe dabei dann auch gelernt, dass Unternehmensberatung eigentlich beim Kunden lernt und dass man mit wenig Know-how auch nicht viel anders dasteht als mit viel Know-how. Okay. Und interessant war aber eigentlich, dass wir vielleicht Sachen uns tatsächlich neu überlegt haben, weil wir es ja nicht wussten. Und das war vielleicht auch ein Benefit für die Kunden, dass wir eben nicht einfach Cut and Paste nur gemacht haben, sondern mal aktuell drüber nachdenken mussten, weil Dinge sich ändern. Und da kam eben dieses Thema, was muss ein Produkt ausmachen, damit du es online verkaufen kannst. Und das Fazit war, bei uns im Sortiment sind es Sony Notebooks und es hat funktioniert. Und dann wusste man gleich, okay, da ist offensichtlich ein Geschäftsmodell, das macht Spaß, das ist interessant, da läuft richtig was, lass uns das verstärken. Und dann habt ihr tatsächlich ganz viele verschiedene Notebooks mit ins Sortiment genommen, habt das immer weiter ausgebaut. Mhm. Der Name lässt ein bisschen darauf schließen, dass ihr schon auch eine ziemliche Preisführerschaft da anstrebt. Ne? Ja, klar. Also das war ja damals um das Jahr 2000 drumherum. Da war der Preis das ausschließliche Kriterium. Ja, okay. Also da gab es nichts anderes, was irgendwie wichtig war. Heute würde ich sagen, Vertrauen ist ein extrem wichtiges Thema, Sortiment ist ein super wichtiges Thema und letztlich, du musst halt für beide Seiten was bieten. Also ich hatte, ich glaube, das war so 2004, habe ich in Potsdam dann gesessen, da hatten wir unseren Online-Think Tank und eines meiner heutigen Aufsichtsratsmitglieder, der Oliver Ahrens, der Acer China President ist heute, der sagte dann, als ich sagte, wir möchten gern Bonus haben, weil wir so viel verkaufen, sagte er, ja, wozu? Ja, also ob ihr das verkauft oder irgendeine andere Ballerbude, die vorne in der Preissuchmaschine ist, mir völlig egal. Okay. Und da dachte ich, so ein Penner, aber er hat einfach recht. Mhm. Ja? Und wir haben halt dann überlegt, wie können wir uns für die Kunden besonders machen, aber auch für die Hersteller besonders machen. Wie habt ihr das denn gemacht? Das sind extrem viele Bausteine. Also wir haben wirklich angefangen, wir haben auch ein eigenes Videostudio eingerichtet, wir haben eigene Fotostudios, wir haben immer eigenen Content gemacht. Ja, wir haben sehr früh angefangen, ein offenes Forum zu machen, also nicht nur 5-Sterne-Bewertungen, sondern Fragen, Antworten. Es wird nicht zensiert, abgesehen davon, wenn es eben nicht legal ist oder. Wir haben eigentlich es immer so gebastelt, dass wir gesagt haben, es muss halt spannend sein, es muss interessanter sein für die Kunden, als es das überall woanders ist, weil diesen typischen Duplicated Content, der aus irgendwelchen Datenbanken gekauft wird, ja, den braucht kein Mensch. Dann gehe ich halt nach dem Preis, ganz klar. Ja.
Ist das ein, vielleicht auch ein bisschen ein Teil des Geheimnisses eures Erfolges? Ihr habt jetzt 3,3 Millionen Besucher pro Monat. Würdest du das auch darauf zurückzuführen, dass ihr eben eigene Artikel schreibt? Ja. Oder was würdest du sagen? Weil diese 3,3 Millionen Besucher, die müssen ja irgendwo herkommen. Ja. Wo kommen sie her? Na gut, also ich meine, wenn du Notebooks mal eingibst, ich glaube national und international bei Google im organischen Traffic sind wir Platz 1. Okay. Ja, also wir sind einfach extrem relevant für dieses Themengebiet und das nicht nur national, also trotz nationaler Domain, was eigentlich jeder Experte sagen würde, geht gar nicht. Ja. Das ist Abstimmung mit den Füßen. Mhm. Ja, und das ist halt, also ich glaube, im Web hast du, wenn du halt diese Self-Fulfilling Prophecy einmal nach oben gestoßen hast und dann nichts eklatant falsch machst und dann einfach bei deinen Basics bleibst, dann läuft die auch weiter. Okay. Jetzt habt ihr im März 2010 einen etwas ungewöhnlichen Schritt gewagt. Ihr habt tatsächlich ein stationäres Geschäft aufgemacht in München. Mhm. Da gab es ein bisschen Kritik von manchen Stellen, die gesagt haben, ihr bleibt doch bei eurem Stammkompetenz, was macht ihr da überhaupt? Ihr seid aber recht zufrieden damit, ne? Es hat sich gar nicht so schlecht entwickelt. Nee, also das ist ein ganz lustiges Thema. Also ich war dagegen. Mhm. Ich bin auch kein Freund grundsätzlich von stationär, weil ich sage, Mensch, also ich habe lieber skalierbare Geschäftsmodelle, übertragbare Geschäftsmodelle. Das ist natürlich in so einem Store nicht. Wir haben auch festgestellt für die weiteren Stores, dass wir jeden Store ein bisschen anders konzipieren, dass wir die Lagen ein bisschen unterschiedlich angehen. Aber es ist halt jedes Mal quasi ein eigenes, neues, kleines Unternehmen mit allen Sorgen, Nöten und Chancen. Und das ist natürlich im Grunde für den Umsatz mehr Aufwand. Wir sind trotz alledem mit diesem Store, den wir haben und auch mit unserer Lagerabholung in Saarstedt, von der Flächenproduktivität, da würde uns jeder Retailer drum beneiden. Okay. Für uns aber, die wir halt sehr verwöhnt mit unseren Online-Zahlen sind, sagen wir, naja, ist schön, also funktioniert, ist prima, aber so richtig, dass wir sagen, da müssen wir jetzt absolut Vollgas geben, da stecken wir die Ressourcen doch lieber in andere Projekte. Also wir werden weitere Stores machen, wir werden es aber sicherlich nicht nach dem Motto 10 pro Jahr übers Knie brechen. Wir werden immer wieder mal einen machen. Also die Frage, wenn du heute starten würdest mit irgendwas online oder offline? Immer online. Also, weil es einfach schneller skalierbar ist und weil wahrscheinlich auch ein bisschen mehr hängen bleibt, oder? Bei offline hast du dann doch irgendwie, also eine Ladeneinrichtung, dann Miete, dann Strombetreuung? Oder? Würde ich gar nicht sagen. Also das ist echt eine Größenfrage. Wenn du heute ein erfolgreicher Onliner sein willst, dann lebst du vom Longtail, du lebst von der Verfügbarkeit des Sortiments. Das Sortiment muss riesig sein. Einen erfolgreichen ein Onliner heute aufzubauen im Handel, meines Erachtens aufwendiger, als ein stationäres Geschäft zu starten. Okay. Weil das stationäre Geschäft, da starte ich eins, da erwartet keiner Zauberei. So, und wenn das läuft, dann kann ich das zweite machen und das dritte und kann das in Ruhe aufbauen. Online muss ich eine gewisse Basis sofort da haben. Mhm. Ja, weil wenn ich das Zeug nicht habe, also nur Daten importieren und sagen, beim Distri lagert es, das interessiert keinen mehr. Mhm. Alles klar. Also deine Lektion daraus, ich glaube, es ist schon so, dass München mittlerweile euer relevantester Online-Markt auch ist. Ja, es hat sich schon irgendwie ausgewirkt. Ja. Wie ist so das Verhältnis, wie viel Prozent der Leute kommen da einfach nur ihre Sachen abholen, die sie online geordert haben, und wie viel Prozent generiert ihr dann Neukunden? Also ein Drittel kommen nur abholen, zwei Drittel sind Neukunden. Okay. War also schon mal irgendwie ganz anständig. Ja. Ne? Also es wirkt sich zumindest positiv aus, auch auf die Online-Kunden. Genau. Ne? Also ich habe den Eindruck, also wir liegen da ja Marsstraße, Ecke Seidelstraße, so gleich hinter dem Hauptbahnhof, eine große Kreuzung. Und da ist halt eine tolle Leuchtreklame von uns. Und ich glaube, es ist eine vierspurige Straße auf beiden Seiten. Und ich glaube, da fahren so viele vorbei. Es prägt sich halt ein. Also da ist der Domainname dann doch wieder vorteilhaft. Den merkst du dir. Und wahrscheinlich hast du ihn schon mal irgendwo gehört. Und dann hast du es drin, sagst, ach, die gibt's da auch, dann habe ich Vertrauen, wenn was ist, bringe ich es zurück. Und lustigerweise, es bestellen halt mehr Leute online, jetzt in München mehr, als in München einkaufen gehen, im Store. Nicht? Also der Online-Impact ist nochmal größer. Ja, also da, wodurch das auch immer kommt, ob durch die Leuchtreklame oder warum auch immer, es ist einfach festzustellen, ist einfach so. Und ganz genau. Wie siehst du die Zukunft von stationärem Handel? Also
Mediamarkt und Co. Ich meine, was immer mehr passiert, die Leute gehen zum Mediamarkt, gehen zu Saturn, nehmen ihren Barcode-Scanner mit, scannen mal eben den Barcode ab und gucken, also lassen sie den Mediamarkt beraten und kaufen mal Flux. Ich weiß gar nicht, ob das so gut funktioniert, weil Media und Saturn haben ja auch ähnlich wie wir wahnsinnig viele Exklusivprodukte. Das stimmt wohl, ja. Das ist, genau. Und da gibt es wahrscheinlich bessere Beispiele, ne? Vielleicht so ein normaler stationärer Händler? Also ich glaube ehrlich gesagt, die Leute, die heute in den Mediamarkt oder Saturn gehen, die sind einfach bequem und nicht informiert. Mhm. Das sind gar nicht die mit dem Barcode-Scanner, okay. Sondern es sind die, die gar nicht wüssten, dass es sowas gibt. Ist aber meine Theorie. Ich das mag aber sein. Ja. Offen gesagt länger nicht mehr da. Ja, okay. Was würdest du generell sagen? Also haben stationäre Handelsgeschäfte, nehmen wir mal den kleinen Computerhändler vor Ort, haben die weiterhin noch eine Chance oder werden die so nach und nach alle wegbrechen? Also ich glaube, der kleine Computerhändler vor Ort hat dann eine Chance, wenn er sich als Dienstleister nicht nur begreift, das tun ja viele schon, sondern es auch wirklich schafft, diese Dienstleistung zu verkaufen. Und ich glaube, wir kommen in eine Spezialisierung rein, die vielleicht ähnlich wie bei den Handwerkern früher war, wo der Sanitärmeister kauft halt die Kloschüssel für das Projekt heute im Baumarkt. Punkt. Ja, der muss es nicht mehr irgendwo bestellen, sondern der fährt beim Bar oder wo auch immer vorbei, holt das Ding und berechnet seine Dienstleistung. Und ich könnte mir vorstellen oder ich fände es sinnvoll, zumal die Preispunkte sowieso viel niedriger sind. Hatte das Thema letztens bei einem Roundtable, da sagt ein Händler zu mir, ja, wir haben wegen euch online dann nur noch, ich weiß nicht, 3% und keine 8% mehr. Ich sage, ja, was für ein Produkt Tintenstrahldrucker, sagt er. Ich sage, das Ding kostet 50 Euro. Ja, es ist doch völlig unerheblich, ob du 1,50 Euro oder 4 Euro an einem Produkt verdienst. Es ist eh zu wenig. Davon kannst du nicht leben. Ja, und das ist ein Punkt, wo glaube ich, viele drüber nachdenken müssten. Und ich glaube schon, dass es gerade mit einer älter werdenden Gesellschaft und auch mit einer durchaus teilweise sehr wohlhabenden Gesellschaft da absolute Möglichkeiten gibt für Dienstleistungen. Nur du musst sie wirklich verkaufen können. Du musst halt sagen, hey, das kostet Zeit und das kostet so und so viel und möchtest du das dann haben von mir oder nicht? Mhm. Und das ist schwierig, okay. Zugegebenermaßen. Zum Abschluss würde ich dich gerne nochmal nach den Dingen fragen, die du so gelernt hast. Also ein bisschen ein kleiner selbstkritischer Blick nach hinten. Was hätte denn da besser laufen können? Was würdest du in der Zukunft vielleicht anders machen, wenn du nochmal die Chance hättest? Also ich habe ja 3 Monate Banklehre und 3 Monate BWL-Studium gemacht, weil ich es meinen Eltern versprochen hatte. Das du hast ihnen nicht versprochen, es zu Ende zu studieren. Du hast nur anzufangen. Ja. Und das Studium anzufangen, würde ich mir sparen. Das hat mir keine Erkenntnisse gebracht. Die Lehre war interessant, weil mir klar war, ich möchte nicht im Konzern arbeiten. Ja, alles klar. Ansonsten, ja, logischerweise wahnsinnig viele Fehler auf dem Weg, aber ja. Wenn da keine Fehler gewesen wären, wäre auch keine Kursänderung. Also ich glaube, da gibt es keine Alternative. Also viel, viel Lehrgeld am Anfang an, also auch, ich sag mal, sehr ärmliche Anfangszeiten mit Pennen im Büro, nicht aus Schick, sondern weil das Geld für eine Wohnung eben nicht gereicht hat. Aber es war immer Spaß. Also es war jetzt nie, dass ich gesagt hätte, oh Gott, wie furchtbar, sondern es war das, was ich machen wollte. Und ich glaube, das ist vielleicht so eine Message insgesamt. Also ich selber fände es auch furchtbar zu sagen, ich mache jetzt ein Geschäftsmodell, weil ich dann in 3 Jahren den Exit so und so mache. Und ich würde sagen, hey, macht das, was euch Spaß macht, weil das macht ihr dann auch gut. Und wenn das gut macht, ja, vielleicht habt ihr dann auch einen Exit. Oder vielleicht sagt ihr, es macht so viel Spaß, ich will es weitermachen. Du bist ja auch wirklich eher so der, der aus eigenem Antrieb und aus eigener Freude da heraus rangeht. Und gar keiner, der sich große Marktforschungsergebnisse anguckt und so weiter. Ne? Ja. Da gibst du, glaube ich, nicht so viel drauf, ne? Auf Marktforschung und Co. Nee, das ist also, wir haben es öfter schon festgestellt. Also wenn ich zum Beispiel heute Leute frage, wollt ihr euch ein Notebook kaufen oder ein Tablet? Mhm. Dann gebe ich dir Brief und Siegel, 70% sagen ein Tablet. Mhm. Von den Verkaufszahlen haut es aber hinten und vorne nicht hin. Menschen möchten auch in der Marktforschung beweisen, dass sie was wissen, dass sie informiert sind. Sie möchten dich auch beeinflussen. Wir haben ein schönes Praxisbeispiel gehabt. Wir haben immer den ersten Platz gestellt für die Computerhersteller des Jahres Verlosung oder irgend sowas in der Art, die es früher bei PC Professional, glaube ich, gab. Und wir haben immer gewonnen, weil wir den ersten Platz gestellt haben. Wir waren vom Market Share völlig unbedeutend. Aber die Leute haben, glaube ich, denken immer noch, wenn ich den da ankreuze, dann kriege ich seinen Preis. So, und das ist tief in uns allen drin. Also ich glaube, jeder, der sich da mal ehrlich hinterfragt, der sagt, so ein bisschen beeinflussen möchte ich immer. Und
Das ist mein Problem mit Marktforschung. Alles klar. Ja, dann weiterhin alles Gute beim praktisch Operieren am lebenden Patient. Das hat ja bis jetzt ganz gut geklappt. Und alles Gute. Und für die Zukunft, ja, nur das Beste für euch. Ja, Dank fürs Interview. Ich auch. Ciao. Danke.